Jetzt bin ich aufmerksam geworden, vielleicht ihr auch. Dreistöckiges Kinderbett. Für Familienfighter wie mich ist das ja schon mal sehr, sehr interessant. Und jetzt bin ich bei der Firma Hobby. Und da habe ich mir jetzt einfach mal eines der beliebtesten Modelle rausgesucht. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal vorführen. Wir sehen hier, das ist der Wohnwagen, so wie er da steht. Ich bin natürlich jetzt nicht ganz firm mit denen. Inhalten dieses Fahrzeugs. Ich habe mir ein bisschen was erklären lassen, aber schauen wir einfach mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier die Version, die, so wie die technischen Daten es sagen, eine Gesamtlänge von 7,51 Meter hat inklusive Deichsel. Das heißt, der Wohnbereich hat ungefähr 6,30 Meter Länge. Wie mir gesagt wurde, ist das so eins der beliebtesten Modelle, die die Firma Hobby anbietet. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ihr nicht gleich einsteigen wollt in das Ganze zum Kaufen, denn so wie der jetzt hier steht und wie ich ihn euch jetzt gleich zeige, liegt der bei rund 27.000 Euro, der Wohnwagen hier. Hobby bietet ebenfalls die Möglichkeit der Vermietung an und dann reden wir über ungefähr 50 Euro am Tag, was so ein Anhänger kostet, wenn ihr denn tatsächlich einfach mal das Ganze austesten wollt. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir mal rein, denn ich habe da schon ein paar coole Sachen drin gefunden. Also folgt mir mal. So, hier drinnen möchte ich euch schon mal den ersten Punkt zeigen. Hobby ist unter anderem einer der Hersteller, die schon in der Grundausstattung sehr komplette Wohnwagen anbietet. Unter anderem, was die Ausstattung zum Beispiel der Fenster und Türen hier mit Fliegengittern angeht. Da ist man das immer mit dabei. Man muss bei sowas immer nur schön aufpassen, dass die Kinder nicht einfach durchrennen. Kann ich jetzt schon mal gleich sagen. Wir haben hier ein schönes Bedientableau für Licht und Wasser hier in dem Wohnwagen. Aber kommt mal mit rein. Denn das Erste, was wir sehen, ist das hier. Das ist das dreistöckige Kinderbett. Leute, ich muss zugeben, ich bin ja absolut neu auf dem Gebiet. Und das finde ich schon richtig, richtig genial, wenn ihr eure Kinder in einem Hochbett im Wohnwagen unterbringen könnt. Sorry, aber ich als kleines Kind hatte ein Stockbett, ja, und ich fand das super cool, da rauf und runter und drin zu schlafen. Also allein das ist für Entertainment bei den Kindern definitiv gesorgt. Was haben wir denn sonst noch hier drinnen? Wir haben hier eine wunderbare Sitzgarnitur. 4 Personen passen hier wunderbar rein. Die Möglichkeit besteht auch, den Tisch nach unten zu fahren und das Ganze hier auch als Schlafgelegenheit zu nutzen. Hier seht ihr jetzt eine wunderschöne Küchenzeile. Hier wurde sogar optional tatsächlich eine Mikrowelle eingebaut und ein cooler Herd. Finde ich natürlich sehr cool, weil gerade wer mit Kindern unterwegs ist, der weiß, da muss ordentlich gekocht werden. Hier gibt es die Möglichkeit zu kochen. Wir haben hier auch, ups, das war typischer Fehler. So, wir können hier unsere Kochnische aufklappen. 3 Gasplatten. Finde ich auch cool, nicht nur 2, sondern da kann dann tatsächlich auch gut gekocht werden. So ein sehr großes Becken zum Abspülen, das finde ich auch gut. Dann haben wir natürlich auch mehrere Ablagemöglichkeiten, die sind auch alle wunderbar hier gesichert, die Schubladen. Hier sehen wir auch schon die Anschlüsse tatsächlich für den Herd und für die Gasflasche. Die sind wunderbar hier gesichert. Mehrere Schubladen haben wir hier. Wir haben hier oben noch Sachen, hier ebenfalls mit einer Sicherung, logischerweise, dass nichts durch die Gegend fliegen kann. Dennoch wichtig, verstaut euer Material so, dass es nicht umherfliegt. Hier haben wir dann einen sehr coolen Kühlschrank. Vor allem, wer natürlich mit Kindern reist, der braucht einen großen Kühlschrank. Und hier haben wir sogar tatsächlich ein Eisfach. Was richtig gut ist, gerade wenn man im Sommer auf dem Campingplatz ist. Eis muss immer dabei sein für die Kinder. Hier ebenfalls vorhanden. Wir haben hier natürlich auch dann noch einen Kleiderschrank. Jetzt kommen wir hier in die Ecke, wo es dann zur Ruhe geht, wenn die Eltern sagen, so, die Kinder schlafen. Und ich möchte natürlich auch noch ein bisschen Privatsphäre. Dann sage ich Tschüss. Und da bin ich auch schon wieder. Also hier haben wir die Möglichkeit natürlich das Ganze auch, den Schlafbereich der Eltern, wunderbar abzutrennen. Wir haben natürlich noch Lichtdurchflutung hier oben durch ein Fenster. Optional könnt ihr natürlich eine Klimaanlage ordern. Das ist machbar. Die ist jetzt hier nicht verbaut.
Heizung haben wir hier, kann man einstellen. Ob das jetzt jemandem gefällt, dass dieser Heizkörper so offensichtlich tatsächlich hier drinnen steht, ist ebenso fraglich wie der offene Waschbereich hier, also respektive das Waschbecken. Was hier drinnen ist, ich weiß es nicht. Schreibt mir das unten in die Kommentare, ob euch das gefällt oder ob ihr einfach eine Nasszelle haben wollt, die komplett in sich geschlossen ist. Das Bett sieht schon mal bequem aus. Schauen wir mal ganz kurz. Das ist der Lattenrost. Wunderbar. Ja, Ablagefächer brauchen wir nicht reden. Mehr als genügend für alles, was ihr nur unterbringen wollt an Kleinkramszeug, was ihr auf dem Campingplatz braucht. Das ist logisch. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Bereich. Da wird immer meine Frau sagen, das ist wichtig. Das ist dann tatsächlich der Nasszellenbereich. Und da seht ihr, wie geräumig der ist. Und das finde ich persönlich sehr genial. Da stört eigentlich null, wenn man tatsächlich da drinnen steht. Und jetzt komme ich mit meinen sehr ausladenden Abmessungen als 1,78 Typ, der schön breit ist. Und ich kann hier wunderbar drin stehen. Genügend Höhe und genügend Breite. Das ist für mich ja wichtig. Heißt, ich kann mich auch wunderbar drehen hier drinnen. Und aufs Klo kann ich mich auch ordentlich hinsetzen. Also, dafür gibt es auf alle Fälle von mir den Daumen nach oben. Ja, und jetzt würde ich sagen, schließe ich die Tür. Ich steige wieder aus. Und jetzt seid ihr dran. Hat euch das Video gefallen zum Hobby? Deluxe mit dreistöckigem Kinderbett? Dann lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Und falls wir uns doch mal so einen Wohnanhänger vielleicht besorgen sollen, schreibt mir das unten mal in die Kommentare. Tschüss und Servus aus Düsseldorf, der Matthias.